Hey, hallo. Hä? Was ist mit dir los? Du siehst ja aus, als hättest du gerade einen Geist gesehen. Ja, ich? Ich habe keinen Geist gesehen. Ich habe nur einen gehört. Hä? Aber sag mal, seid ihr nicht die drei Fragezeichen? Ja, so ist es. Justus? Peter. Und Bob. Mensch, das nenne ich einen Zufall. Ich bin Toni. Hi. Sag mal, was haltet ihr eigentlich von Geistern? Absurd. Nichts für mich. Ehrlich gesagt, habe ich mehr Angst vor dem, was ich in diesem Hotdog versteckt, als vor Geistern. Aber wieso fragst du uns das, Toni? Ich bin eben mit dieser Geisterbahn hier gefahren. Mhm. House of Horrors? Ganz genau. Meine Lieblingsattraktion in diesem Vergnügungspark. Mhm. Und? Na, ich bin schon x-mal mit dieser Bahn gefahren. Aber eben. Eben. Eben was? Lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen, Toni. Eben, da ist der Wagen während der Fahrt plötzlich stehen geblieben. Und dann habe ich jemanden um Hilfe schreien hören. Wie jetzt? Die Stimme klang nach einem alten Mann. Was? Er rief, Hilfe! Holt mich hier raus! So. Furchtbar. Aber die Schreie gehörten nicht zu der Bahn. Denn vorher hatte ich sie noch nie gehört. In der Dunkelheit war aber nichts zu erkennen. Ja, dann? Hat sich mein Wagen wieder in Bewegung gesetzt und ist weitergefahren. Aha. Als ich Joey danach gefragt habe, warum die Bahn plötzlich Wer ist jetzt Joey? Der Junge da vorne. Ja. Er bedient die Geisterbahn. Sorgt dafür, dass die Bügel richtig einrasten und die Wagen alle 30 Sekunden losfahren. Okay, verstehe. Und was hat dieser Joey gesagt? Er hätte von einem Ausfall der Anlage nichts gemerkt. Er vermutet, mir sei die Hitze zu Kopf gestiegen. Und was können wir jetzt für dich tun, Toni? Macht eine Fahrt mit mir. Und sagt mir, was ihr denkt. Wir geben uns nicht mit Geistern ab. Wir ermitteln in Kriminalfällen. Ich bitte euch überhaupt nicht, irgendetwas zu ermitteln. Ich dachte nur, ihr würdet gerne mal einen Geist schreien hören. Das ist alles. Also, ich komme mit dir. Oh. Andererseits, also, ist eine wissenschaftliche Untersuchung genauso wichtig wie eine Ermittlung in Kriminalfällen. Ja, genau. Ja, also ich bin auch dabei. Prima. Also schön, dann bringen wir es hinter uns. Dann kommt. Ich bezahle. Oh. Ja, das hört sich natürlich gut an. Ja. Hi, Joey. Na, hast du dir dieses Mal Verstärkung mitgebracht? So ist es. 4-mal bitte. Danke. Los jetzt. So, dann setzt euch mal. Ja. Oh. Hey. Ja. Au. Festhalten bitte. Ja. Und los. Wie sieht der denn aus? Oh. Albern. Jetzt am Tag ist mir hier im Vergnügungspark schon viel wohler. Wie wollen wir denn jetzt weiter vorgehen? Ja, das House of Horrors hat zwar noch nicht geöffnet, Zweiter, aber Joey steht schon hinter dem Einlass und putzt die Waggons. Mhm. Folgt mir, Kollegen. Komm mit, Tony. Hi, Joey. Hast du mal einen kurzen Moment Zeit? Ihr seht doch, ich bin beschäftigt. Was wollt ihr denn? Darf ich dir mal unsere Karte geben? Hä? Die drei Detektive? Mhm. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. Ja und? Wir befassen uns mit dem House of Horrors. Wir haben gehört, dass es vielleicht darin spukt. So ein Quatsch. Aber wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch gern selbst überzeugen. Kommt in einer Stunde zurück. Dann machen wir auf. Hey Jungs, kommt doch mal. Hey, die Frau dort an der Wahrsagerbude, die winkt uns zu. Ja. Gehen wir zu ihr? Klar, warum nicht? Bis später, Joey. Ja, bis dann. Komm. Kommt ruhig näher, meine Täubchen.
Die böse Angst ist in euch, nicht wahr? Ich kann es spüren. Wir haben keine Zeit, Spielchen zu spielen, Madam. Wissen Sie irgendetwas darüber, was in der Geisterbahn vor sich geht? Seid vorsichtig. Sie ist voller Seelen aus dem Jenseits. Aber ich kenne jemanden, der euch helfen kann, auf sichere Weise mit ihnen zu kommunizieren. Lasst mich Mrs. Lucy herbeirufen. Hey, Just! Sieh dir das an! Was? Joey hängt ein Schild an die Kasse der Geisterbahn. Heute geschlossen. Kommt, Kollegen, wir fragen ihn, was das zu bedeuten hat. Ja. Halt, Freunde, nicht so eilig. Was wollen Sie von uns? Dein dicker Freund ist eine echte Herausforderung in meinem Geschäft. Was? Lass mich sein Gewicht schätzen. Kein Interesse an Ihren Künsten, Sir. Kommt weiter. Du kannst jederzeit bei Bubba Detroit vorbeikommen, Fettmops. So ein unverschämter Kerl. Wenn er in seiner Bude schon das Gewicht von Leuten schätzt, dann sollte er es wenigstens mit Anstand machen. Ist doch egal, Bob. Sich zu fassen. Wir haben jetzt andere Sorgen. So ist es. Joey wollte nicht mit uns reden und sobald wir uns umgedreht haben, hat er die Geisterbahn geschlossen. Marilyn behauptet, es spukt da drin. Und Bubba sagt, du könntest jederzeit vorbeikommen. Die ganze Sache dient nur dazu, das House of Horrors ins Gespräch zu bringen. Irgendwas geht da vor. Und einer dieser drei wird uns sagen, was es ist. Wen von den dreien wollen wir uns zuerst vorknöpfen? Entscheidest du dich für Joey? Dann wähle Track 8. Oder für Marilyn? Dann wähle Track 21. Oder für Bubba Detroit? Dann gebe ihm vorbei und wähle Track 10.